Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier mit mir, Helme Rudolf, im Rahmen der Dreizack-Chronik live, nicht ganz live, aber so in etwa aus dem Schatzimmobil. Das Bärchen passt hinten wieder auf und sieht zu, dass alles auf der Straße regelkonform vor sich geht und schaut mir über die Schulter, wie es das schon seit 15 Jahren tut. Ein treuer Begleiter. Ein treuer Begleiter ist natürlich nicht das, worum es in diesem Video geht, sondern ganz im Gegenteil. Dieses Video dreht sich um Liebeskummer. Schau es dir an, vielleicht gibt es was zu lernen und vielleicht trägt es dazu bei, es trägt sicherlich dazu bei, dass du schneller darüber hinwegkommst, solltest du darunter leiden oder solltest du jemanden kennen, der darunter leidet, dann darfst du ihm oder ihr das natürlich gerne weiterleiten. Aber erstmal der Einspieler. Ja, Helmer Rudolf ist wieder unterwegs und thematisiert heute Liebeskummer. Dazu gibt es einen kleinen Hintergrund, nämlich den, dass ich vor vielen Jahren schon mal ein sehr beliebtes Video zu diesem Thema aufgenommen habe, auch das auf YouTube veröffentlicht habe und das über die Zeit wirklich mehrere Zehntausende Aufrufe, ich glaube, es waren irgendwo um die 60.000 Aufrufe hatte. Scheint er damals einen Nerv getroffen zu haben. Und dieses Video ist mittlerweile verschwunden, ist auch schon ein paar Tage alt. Und ich dachte, ich mache einfach mal ein neues, um das neu aufzurollen und nochmal zu beleuchten und natürlich dir als Zuschauer zu helfen, damit besser klarzukommen. Liebeskummer. Ich habe Kummer in der Liebe. Entweder, weil es vorbei ist, und die andere Person, ich nenne jetzt mal, ist ganz neutral, der Partner, mich verlassen hat. Oder ich habe Liebeskummer, weil ich mir potenziell eine Beziehung verspreche und der Partner sich auf mich noch nicht eingelassen hat. Der gemeinsame Nenner in beiden Fällen ist der, dass die Antwort eindeutig ist, und sie lautet Nein. Und im ersten Falle ist es Nein nicht mehr. Und im zweiten Falle ist es Nein weder noch nicht noch überhaupt was, sondern einfach nur Nein nicht. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann diese. Vor allem was Beziehungen anbelangt. Beziehung ist ein Bezug zueinander. Beziehungen, ausgelebt, bestehen auf Anziehung, auf Attraktion. Anziehung ist keine Einbahnstraße. Anziehung ist immer, immer gegenseitig, beidseitig. Sonst ist es keine Attraktion, sonst ist es keine Anziehung. Und das, was ich gelernt habe, ist das, dass alles, insbesondere bei Beziehungen, was kein klares Ja ist, ein Nein ist. Und wenn es ein Nein ist, dann kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Das Ding ist durch. Das wird nichts. Das ist nichts. Und dementsprechend lohnt es sich auch nicht, sich darum zu kümmern, zu sorgen, Kummer zu haben über die entweder verflossene Liebe oder die nicht erwiderte Liebe. So einfach ist das. Vor allem, und das ist noch viel wichtiger, deutet es auf eine Schwäche in dir hin, die es dir erlaubt ist das falsche Wort, die dazu führt, dass du dem Partner, dem verflossenen oder vielleicht potenziellen Partner, was du dir da irgendwie vorstellst, dass du dieser Person erlaubst, über deinen Gemütszustand zu bestimmen. Und das ist das allerletzte, was du generell im Leben tun willst. Niemand sollte über deinen Gemütszustand, Gefühlszustand bestimmen können. Das bist und bleibst immer du.
Du entscheidest, ob es dir gut geht und du entscheidest, ob es dir schlecht geht. Und wenn die Person dich verlässt, dann kannst du vielleicht eine halbe Stunde jammern, mach einen Tag draus, mach zwei draus, alles gut und danach ist Schluss. Weil diese Jammerenergie natürlich wieder das ist, was du in die Ursprungssubstanz hineinprojizierst, also aus dir heraus, bildlich gesprochen, in die Ursprungssubstanz hineinprojizierst und ist das, was du von der Ursprungssubstanz zurückbekommst. Allgemein betrachtet ist das natürlich eine Lernaufgabe, vor allem wenn das Leid sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Und das willst du auf keinen Fall. Und wenn die andere Person deine vermeintliche Liebe, Zuneigung nicht erwidert, dann ist auch das vollkommen in Ordnung. Denn auch dann gibt es dafür Gründe. Und welche die sein mögen, ist vollkommen irrelevant, weil das Resultat dasselbe ist. Deine Liebe, deine Zuneigung wird nicht erwidert. Hier gibt es keine Resonanz. Hier kommt es nicht zu einer Anziehung. Und hier kommt es durch diese mangelnde Anziehung, rein spirituell betrachtet, zu keinem Wachstum und dementsprechend zu keinem weiteren Leben sozusagen. Hier passiert einfach nichts. Und deshalb kannst du davon ablassen. Und auch die Person, die dich verlassen hat, hat dich verlassen, weil die Resonanz weg war. Die Anziehung, die Attraktion war weg. Und dementsprechend hat sich das energetisch aufgelöst. Und du kannst vom Ego heraus Gründe anbringen, bis die Kühe nach Hause kommen. Auf Deutsch gesagt, um in der Landwirtschaftssprache zu bleiben, interessiert das keine Sau. Du sieh zu, dass wenn dir sowas passiert, dass wenn die Liebe unerwidert bleibt oder wenn wieder mal eine Beziehung nach vielleicht x Wochen oder Monaten durch ist, dass du dich zurückziehst und dir mal ein paar kritische Fragen stellst. Ich hatte es in einem anderen Video bereits thematisiert, zumindest angerissen, dass wenn du eine Frau bist, du dir immer die Beziehung zu deinem Vater angucken solltest, wie harmonisch oder unharmonisch sie ist, wo es dort noch etwas aufzulösen, zu harmonisieren, loszulassen, zu vergeben etc. gibt. Und bei einem Mann ist es eben die Mutter. Was gibt es dort zu harmonisieren, was gibt es dort aufzulösen, was ist dort noch nicht geklärt worden? Denn diese Energie, diese prägende Energie, einfach dadurch, dass das dein Elternteil ist, natürlich mit den wenigen Ausnahmen, dass du vielleicht von einer anderen Person großgezogen wurdest, dann war es ist nicht dein biologischer Vater oder deine biologische Mutter, sondern dein Bezugspunkt, Erziehungsbezugspunkt. Schau, wie dich das geprägt hat. Denn so, jetzt mussten wir kurz pausieren, weil der Device zu heiß geworden ist. Aber ich möchte das nochmal abschließen, das Ganze. Liebeskummer lohnt sich nicht. Das bringt nichts. Das bringt dich nur mehr rein in die Misere und es zeugt von deinem Unverständnis der natürlichen Gesetzmäßigkeiten und deinem Ignorieren dieser natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Wenn die Person weg ist oder nicht mehr da ist, ist das Gleiche, weg oder nicht mehr da oder noch nicht da ist oder nicht da ist, fehlt eben die Resonanz. Und grundsätzlich, und das ist auch noch wichtig zu verstehen, du bist als Mensch weder auf eine Person aus, noch auf ihre Muskeln, sondern und ihre Aussehen oder sonst was, sondern du bist auf Bewusstseinszustände aus. Du bist auf Harmonie und Glückseligkeit aus. Und diese Harmonie und Glückseligkeit ist entweder nicht da oder sie ist nicht mehr da. Und dann bringt es eben auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, weil es hier einfach zu einem Ereignis gekommen ist, wo das große Ganze, das Universum gesagt hat, aufgrund mangelnder Anziehung, Attraktion und Liebe, mangelnder Liebe, habe ich diese Sache getrennt. Und das passiert überall Millionen und Abermilliardenfach, überall, wo du dich nur umschaust. Guck hin, überall siehst du, wo Dinge zusammengebracht werden, weil sie zusammenkommen wollen. Und du siehst, wo Dinge auseinandergehen, weil sie nicht mehr zusammengehören.
Und dementsprechend lohnt sich diese ganze Liebeskummer-Schose auch nicht. Es bringt nichts, sich die Zeit zu versauen, weil der Typ oder die Frau weg ist oder weil irgendeiner das nicht erwidert hat. Das bringt nichts. Fokussiere dich auf dich, lerne die Lektion, wenn die Person weg ist, was sind die Gründe dafür? Vielleicht hat es gar nichts mit der Person selbst zu tun, sondern eben mit deiner nicht geheilten Beziehung zu deinem anderen Elternteil. Also als Frau wäre es der Vater, und als Mann wäre es die Mutter. Mach dir darüber Gedanken. Denn da kommst du zu so vielen Einsichten und Erkenntnissen und das ist so befreiend und so heilend, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal einen falschen Partner anziehst, relativ gering ist, weil du hast diese Lektion gelernt, dieser emotionale Bond, diese Verbindung ist gebrochen und weil sie gebrochen ist, wird sie sich nicht mehr in deinem Leben manifestieren. Einfach, weil du das getrennt hast und weil du dich eben auch dann energetisch in eine andere Richtung bewegt hast, wo du frei bist, wo du fröhlich bist, wo du nicht in irgendwelchen möglichen Abhängigkeiten landest, weil der andere muss dir irgendwas bieten, er muss dir Liebe geben, er muss dir Geld geben, er muss dir sonst was geben, sondern wo du frei bist und wo du stark bist und souverän bist und wo du die Person, die in dein Leben kommt, willkommen heißt, ihre Qualitäten erkennst und genießt und dir dadurch eben auch eine Chance gibst, über die Zeit hinweg, die Wochen, die Monate, die Jahre, Vertrauen aufzubauen und die Qualitäten dieser anderen Person wirklich wertzuschätzen. Und das kannst du natürlich auch nur dann, wenn du deine eigenen Qualitäten wertschätzt, wenn du weißt, was du zu bieten hast und wenn du die Arbeit an dir verrichtet hast, die dazu geführt hat, dass du jetzt eine souveräne, ausgeglichene, balancierte Person bist, die eben auch fähig ist, langfristig eine Beziehung zu führen. Mach dir darüber ein paar Gedanken. Vielleicht betrifft es dich nicht, aber vielleicht kennst du jemanden, wo die Beziehung dabei ist, in die Brüche zu gehen oder wo sie in die Brüche gegangen ist oder wo es irgendwo eine unerfüllte Liebe gibt. Und weise diese Menschen, diese Personen auf dieses Video hin, lass sie sich das anschauen, damit auch sie ein bisschen mehr Wissen aufnehmen und ein bisschen mehr das größere Bild verstehen, was dahinter steckt. Denn nichts ist so, wie es scheint. Und es gibt für alle Wirkungen gibt es Ursachen, entsprechende Ursachen. Und bei Beziehungen ist es wirklich total einfach, immer zu gucken, was ist die Motivation. Und du weißt ganz genau, dass damit möchte ich es belassen oder das soll mein Schlusswort sein für dieses Video. Wenn du unerfüllt bist in der Beziehung, heißt es, dass du noch was zu lernen hast. Wenn du merkst, dass du immer noch die falschen Typen anziehst, weißt du, dass du noch was zu lernen hast. Und was zu lernen heißt auch, dass du dich anders verhalten musst. Dass du dich vielleicht auch auf andere Arten von Menschen einlassen solltest, die dir eine andere Realität bescheren. Denn diejenigen, die du bisher angezogen hast, haben dir eine Realität beschert, die dir nicht gefallen hat. Immer wieder. Weswegen es eben zum Ende der Beziehung kam und was dich dann vielleicht frustriert und enttäuscht zurückgelassen hat. Das ist so, so, so wichtig. Einerseits das Ding als Frau zu schauen, wie sieht es mit meiner väterlichen Beziehung aus oder dem männlichen Bezugspunkt in meiner Kindheit, meiner Jugend. Wie sieht es als Mann mit der Beziehung zu meiner Mutter aus? Oder der Person, die mich erzogen hat in meiner Jugend. Das hat mich geprägt, das habe ich mitgenommen. Diese Sachen sind unterbewusst geworden. Und die lebst du jetzt aus und ziehst du jetzt an, weil du nicht das anziehst in dein Leben, was du willst, was ein anderer hat oder was du glaubst, verdient zu haben, um es mit Onkel Charles im Master-Key-System auszudrücken, sondern du ziehst das an und den an oder die an, wer du bist. Und dieses Sein zeugt von einer gewissen Permanenz. Dieses Sein bist du, dieses Sein ist zum allergrößten Teil unterbewusst. Da machst du dir gar keine Gedanken mehr drüber. Und das ist das Schöne, wenn diese Programmierung positiv ist. Und das ist das Üble, wenn diese Programmierung negativ ist.
Denn wenn sie negativ ist, beschert sie dir dieselbe Suppe, ohne dass du das wirklich registrierst. Und du fühlst dich dann vielleicht als Opfer, weil wieder irgendwas in die Brüche gegangen ist oder nicht wirklich zustande gekommen ist. Und das willst du vermeiden. Also guck dir das an mit deinem Elternteil des anderen Geschlechts und schau dir an, was deine Motivation ist, ob du irgendwo ein Bedürfnis hast oder eine Abhängigkeit und ob du als Drittes aus dem Ego heraus agierst und nicht aus deinem wunderschönen, souveränen, ruhigen, stillen, kraftvollen, liebevollen Sein. Denn genau das, das Letztere, ist das, woraus du agieren möchtest und letzten Endes auch wirst, wenn du diese Arbeit verrichtet hast. Und dann ändert sich alles. Und dann wirst du an dieses Video zurückdenken oder die Person wird an dieses Video zurückdenken und dann wirst du sagen, Helma, du hast so recht gehabt, du hast mir so viel Stress und Leid erspart, danke. Und dafür gibt es diese Videos. Und das war es auch schon. Ich habe dazu aus meiner Sicht erstmal alles gesagt. Und es war mir wieder eine Freude, dir das vermitteln zu dürfen. Meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Erkenntnisse, das, was ich gelernt habe. Und ich hoffe, du kannst es anwenden, so dass sich deine Beziehung harmonisch gestalten und dass sich primär deine Beziehung zu dir selbst harmonisch gestaltet. Denn wenn deine Beziehung zu dir selbst gestört ist, wirst du auch im Außen immer Störfaktoren anziehen. Das heißt, innere Harmonie führt zu äußeren Harmonie, inneres Glück, innere Zufriedenheit führt zu äußerem Glück und zu äußerer Zufriedenheit. Und so kommt es letzten Endes gar nicht mehr dazu, dass du Liebeskummer hast und dass du dich bei irgendjemandem ausheulen oder auskotzen musst, weil irgendwo deine Liebe, vermeintliche Liebe nicht erwidert wird oder weil irgendwas wieder mal in die Brüche gegangen ist. Stehe aufrecht, korrigiere dich umgehend und bewirke Wunder. Dazu ist das da. Und das bereichert dein Leben, das hebt dein Leben auf eine neue Ebene. Und das führt dazu, dass du zufrieden bist in der Beziehung, weil du zufrieden bist mit dir und du bist zufrieden mit dir selbst, weil du die Arbeit geleistet hast. Du hast die mentale Arbeit geleistet, du hast die emotionale Arbeit geleistet und auf einer gewissen Ebene hast du auch die spirituelle Arbeit geleistet. Und das ist eine richtig, richtig geile Sache. Und das ist die Aufgabe von jedem von uns, weil alle von uns haben irgendwo eine Kernwunde. Wer sich mit den Gene Keys befasst hat, weiß das vielleicht schon, haben eine Kernwunde, die dann durch den Vater entstanden ist, die durch die Mutter quasi getriggert wird. Auch hier kannst du dich mit diesem System befassen, mit den Gene Keys, weil auch das sehr aufschlussreich ist, wo das eigentlich herkommt und was diese Wunde ist, die dann immer wieder getriggert wird, eben in Beziehungen und was dich von deinem eigenen Glück und von deiner Zufriedenheit abhält. So, das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Freue mich natürlich wie immer. So, du kennst das mit YouTube, ne? Liken, kommentieren, Kanal abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Und wenn nicht, dann weißt du, dass du da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu lernen hast. So, jetzt hätte ich vorher abfahren können, aber jetzt fahren wir nachher ab. Dubi-dubi-dub, denn wir sind am Ziel angekommen. Und jetzt reicht's auch. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Helmer Rudolph verabschiedet sich wie immer, verweist auf seine Webseiten, wo du meine weiteren Dienste in Anspruch nehmen kannst, wo ich dir gerne auch eine Analyse mache, um dir mehr über dich selbst zu vermitteln, zu gucken, zu schauen, eben wie du programmiert worden bist. Und wenn du das magst, dann machen wir das mit meiner lieben Freundin Amelie zusammen. Und die schaut dann in deinen Human Design, in deine Astro-Sache, in deine Gene Keys rein. Ich schaue dir rein in den Human Pin Code. Ich schaue dir rein in deine, in die Karten, die heiligen Symbole. Und daraus backen wir ein richtig geiles Paket, was dir nicht nur das Wissen gibt. Es gibt dir mit dem Wissen auch das Verständnis. Und es gibt dir mit dem Verständnis auch die Werkzeuge. Das heißt, was praktisch zu tun ist, um dich aus einer negativen Programmierung rauszuholen und eine positive Programmierung reinzubringen, damit du wirklich ein erfülltes, glückliches Leben lebst. Mit all der Liebe, mit all der Zuneigung, mit all der Hingabe, die du verdient hast. Ciao, ciao.